Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich spiele heute den Billy, den Hinterwäldler. Ich spiele ihn zum zweiten Mal. Es ist nicht mein erstes Mal, aber das erste Mal war auf der Hawkins-Map. Also das war Vollkatastrophe. Deswegen hier meine zweite Runde mit Billy. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich wäre auch gern so. Ich sag bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag. Das kann ich auch verstehen. Dass man vielleicht irgendwann doch wieder ein bisschen näher an die, an seine Lieben möchte. Boah, seht ihr das? Die sind Augen aufgespießt auf meiner Waffe. Boah, ich bin voll über die drüber. Sägt der nicht automatisch? Also... Sägt der die Leute nicht automatisch um? Oder wie funktioniert Billy? Oh, das wäre voll gut gewesen. Meine erste richtige Sägung und dann direkt jemanden umgesägt. Der lenkt ja wie ein Riesenschiff. Nicht so einfach. Ich möchte das mit dem Segen irgendwie hinbekommen, gerne. Die hin. Ich sehe bloß die ganzen Kratzspuren. Ah, die war rechts. Warum zieht der so nach links? Ah. Billy. Schon hochgegangen? Nee. Hier heulst du rum. Sehen werde ich will. Die wollen die Eier legen, die Wollmilchsau. Oh! Stopp! Oh Mann, wieso kann ich mit Billy nicht so gut lenken? Die sind alle hier. Alle. Ja, das war hier nicht der Aufgang, ne, Mac? Das ist sowieso wieder was ganz anderes mit dieser Berufserfahrung. Oh, ich weiß noch nach dem Studium. Die wollen... Die wollen Meister. Also... Meister ihres Berufs. Yes! Meine erste Sägung. Ich gehe von aus, die Mac ist nicht so weit weg. Egal.
Hier sind sie nicht. Das ist voll anstrengend. Der lenkt sich so schwammig. Richtig schwerfällig. Es tut mir auch leid, Clödi, aber die ganzen Gents sind auf der Seite. Na, David. Das möchte ich dir aber mal abgeraten haben. Er ist einfach weitergerannt. Okay. Das war ein super Dead Heart. Mensch, David. Okay, die erste ist tot, allerdings nur, weil einfach niemand gerettet hat. Aha. What? Dein Ernst? Wollte die Meg und der schlägt nochmal den David? Okay, David ist hier hinter. Hier waren Kratzspuren. Oh, du hast... Ah. Deswegen hast du wahrscheinlich auch Niederbild dabei. Wenn du innere Kraft hast. David, David, David. Mist, ich bin nicht rumgekommen. Ich bin ein schlechter Billy. Ich weiß, ich drücke immer nur im 1. Aber ich krieg sie trotzdem. Selbst wenn er einen Strike hätte, müsste der jetzt abgelaufen sein. Solange, wie ich ihn gejagt habe. Hier ist die Mac. Und das ist voll, wenn er sägt, guckt der Billy so nach oben und dann... Da. Ja. So, bist du tot? Dann brauche ich... Okay. Meg war auf jeden Fall hier. Ich könnte mir vorstellen, dass sie hochgegangen ist. Okay. Hier war sie. Ist sie. War sie. Okay, das war einmal nicht. Disconnect? Hat die andere die Luke gefunden? Spielen die zusammen? Das Lenken mit in der See, ne? Das ist... Hä?
Mach zu. Oh, ich hab ja nöt. Ups. Ich hab die Luke gefunden. Bobbe! So! Wurde letztens auch gefragt, wie ich mit Selbstfürsorge und eiserner Wille Rang 8 sein kann. Soll ich dir mal was sagen? Ich spiele 800 Stunden DBD und ich habe immer Selbstfürsorge mit. Einfach, weil ich nicht immer Mates finde. Und wenn ich mir dann überlege, ich bin vielleicht im Endgame. Ich bin der letzte Überlebende und ich bin verletzt und ich habe keine Chance, mich irgendwie zu heilen. Gut, man muss halt dazu sagen, ich spiele ohne eiserner Wille. Aber das möchte ich nicht. Aber war auch eine okaye Runde. Die eine hat jetzt dann disconnected, aber ich weiß nicht, ob sie absichtlich disconnected ist. Ich habe eine, habe ich mit der Säge gesägt. Stolz.